Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, als erstes wünsche ich euch natürlich frohe Ostern und schöne Feiertage. Und ja, leider auch die Information, dass ich es vor den Feiertagen nicht mehr geschafft habe, weitere Let's Plays aufzunehmen. Und deswegen auch erst nach den Feiertagen wieder neue Let's Plays erscheinen werden. Dann wahrscheinlich, ja, denke ich mal, Alpha 11 von 7 Days to Die, auf jeden Fall. Die kommt auf jeden Fall, das Spiel ist geil und da bleibe ich auf jeden Fall dabei. Die Frage ist nur, ob ich ein Solo-Let's Play dazu auch noch weiterhin mache oder ob ich mich auf das Let's Play Together beschränke. Wenn natürlich nicht immer genug Material da ist, um das Let's Play Together auszustrahlen. Ich würde natürlich gerne jeden Tag eine neue Folge online stellen. Dann muss ich wohl oder übel auf ein Single Let's Play zurückgreifen. Dann ist aber die Frage, wie ich das aufteile, weil dann würde ich eher sagen, ich mache aus dem Let's Play Together, das soll eher so Action sein und Faktor, und dann würde ich eher sagen, dass ich das Solo-Let's Play dann mehr auf Kreativität und Baukonstruktion auslege. Das wäre dann die Frage, die sich dann klären müsste. Ja, weitere Pläne für die Zukunft. Ich freue mich natürlich erstmal riesig, dass ich jetzt mittlerweile schon 30 Abonnenten habe. Ich meine, das ist keine Zahl, aber ich mache das Ganze ja nur als Hobby und mir liegt es jetzt auch nicht sehr daran, dass ich jetzt hier lauter Let's Plays raushauen muss, ne, wie ich das schon öfter gesagt habe. Ich spiele das, was mir gerade zu dem Zeitpunkt Spaß macht, ob jetzt jemand einschaltet oder nicht, das ist mir dann egal. Manchmal spiele ich auch irgendwas, nehme ich nicht auf, weil ich dann da gerade keine Lust zu habe. Aber wenn, ja, dann spiele ich auch etwas mit Leidenschaft und gehe dann auch in die Tiefe des Spiels und spiele das nicht nur so oberflächlich, damit ich hier ein paar Videos rausdrücken kann. Das wisst ihr ja mittlerweile und ja, ich beschränke mich da auch nicht unbedingt immer auf die Zeit. Ja. Ich mache nicht immer nur 20 Minuten Videos oder so, damit ich hier jede Menge Videos rauskloppen kann. Da sind auch schon mal mehr Minuten dabei. Ja, in der Zukunft stelle ich mir vor, dass ich den Community-Server, den ich aktuell habe, das ist ja im Moment ein... Moment, ich habe da mal was vorbereitet. Moment, der Osterhase muss weg. So, hier, zack. Im Moment habe ich ja einen kleinen V-Server von Strato. Ich mache jetzt hier ungewollt Werbung, aber ist egal. Strato ist eigentlich super. Ich habe auch meinen Webspace und so, habe ich noch mehr Sachen bei Strato. Der Community-Server, den ich aktuell betreibe, den hatte ich eigentlich mal aus anderen Gründen, aber ja, gut, habe ich jetzt 7 Days to Die drauflaufen, läuft eigentlich ganz okay, aber manchmal kommt der Server halt nicht hinterher mit Erstellen von Gebieten oder kriegt ab und zu mal so ein paar Gehirnaussetzer bei den Zombies, ist halt nicht ganz so optimal. Und deswegen werde ich wohl im Laufe des Jahres einen neuen Server extra für als Spieleserver mir mieten. Da weiß ich allerdings noch nicht, was es für eins sein wird. Also die Auswahl habe ich hier mal auch vorbereitet. Da gibt's natürlich den kleinen Server, der hat im Grunde auch nur 2 Kerne, 4 GB, genauso wie der. Allerdings nicht virtuell. Das macht ja auch schon einiges aus. Wenn man jetzt so einen virtuellen CPU, virtuellen RAM, der ist ja, ich sag mal so, nicht unbedingt immer top, ne? Und vor allem teilt man sich ja dann auch die Netzwerkressourcen mit allen anderen virtuellen Einheiten auf diesem Gerät. Und da hätte man schon wahrscheinlich einen Vorteil, vor allen Dingen auch wahrscheinlich einen höheren Level 2, Level 3 Cache, je nachdem. Ich weiß nicht, was der AMD so hat. Ich bin nicht so der AMD-Fan. Ja, entweder den oder den hier, der hat schon mal mehr CPU-Leistung, aber RAM ist halt auch nicht so der Bringer.
Geil wäre natürlich der hier mit 16 Gigramm. Da könnte ich dann auch mehrere Instanzen 7 Days laufen lassen, aber 60 € im Monat, das bin ich nicht bereit, alleine zu investieren. Also wenn ich da noch jemanden finde oder mehrere Leute finde, die, wo man sich da zusammentun kann, dann wird es wahrscheinlich so ein dicker Server. Da kann man dann auch mal vielleicht nicht nur 7 Days drauflaufen lassen, sondern vielleicht eine Instanz 7 Days. Und dann, weiß nicht, in Zukunft werde ich wahrscheinlich auch noch mir Medieval Engineers zulegen, sobald da Multiplayer und etc. und das ein bisschen ausgereifter ist. Oder man macht mal eine Instanz Space Engineers, ist auch ganz cool, könnte man auch mal wieder machen. Hätte ich auch schon lange Zeit nicht mehr gemacht. Kann man auch mal gutes Let's Play zu machen. Vor allen Dingen Let's Play Together und so. Ja, so das sind meine Sache in Sache Community Server. Und ich habe ja auch eine Webseite oder beziehungsweise eine Gildenseite ist das ja eigentlich mal gewesen. Das ist einmal daok.omegazirkel.de. Das ist damals, habe ich Dark Age of Camelot gespielt, 10 Jahre lang. Na, mehr oder weniger, es sind eigentlich nur 8 Jahre lang, von 2001 bis 2010, so, ja, 9. Jetzt haben wir es. Nicht 10, nicht 8, nein, es sind 9 gewesen. Und ja, deswegen gibt es die Adresse immer noch, da ist immer noch die alte Gildenseite, die ist auch schon uralt, das System dahinter, das ist schon total überarbeitet, also überholt, sage ich mal, das ist noch veraltet, was da ist, und ich habe schon mittlerweile so viele neue Webtechniken kennengelernt und bin ja auch stetig dabei, ist ja auch mein Beruf, ne? Webentwickler, vor allem Schwerpunkt PHP, JavaScript und sowas. Und ja, da muss ich auf jeden Fall mal was Neues aufziehen. Die Hauptseite www.omegazirkel.de, die verweist im Moment auf eine Gildenseite, die ich mal für wie hieß das Spiel? Runes of Magic, ja genau, Runes of Magic. Auf beiden gibt es immer noch irgendwelche Add-ons, die ich mal zu den Spielen dann selber geschrieben habe. Und ich denke mal, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, dann werde ich auch für 7 Days mal vielleicht ein paar Mods schreiben oder auf jeden Fall die Server, die ich dann betreiben werde, ein bisschen anpassen. Die Community-Server. Und auf jeden Fall so eine Infoseite mal gestalten. Als unter dieser Adresse halt, omegazirkel.de, so eine Art Community Webseite. Ja. Das sind so meine Pläne für die Zukunft. Ja, wie gesagt, dann der Server, und ich möchte immer sehr nah mit der Community zusammenarbeiten und vielleicht auch mal das ein oder andere Let's Play dann. Ja, mit wechselnden Abonnenten zum Beispiel. Das könnte man auch mal machen. Dass man sagt, man macht so ein Community-Let's Play. Dass man sich immer so ein paar Leute da holt und dann abwechselnd mit verschiedenen Leuten ein Let's Play macht. Vielleicht auf derselben Welt, aber immer mit verschiedenen Leuten. Ja, und ich möchte natürlich auch auf die Wünsche eingehen, die Abonnenten haben. Ja, wenn jetzt einer irgendwas hat und nicht so wie manch anderer jetzt vielleicht sich mehr auf die Spiele konzentrieren, sondern mehr auf die Community. So, das wollte ich damit sagen. Ja, das war's von mir soweit. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen sollte. Ich hatte mir jetzt auch gar nicht so irgendwie einen Stichpunkteplan gemacht, was ich alles sagen will. Das waren so ungefähr die groben Punkte, die ich jetzt im Kopf hatte. Ich muss jetzt nämlich gleich auch los zur Arbeit und deswegen hier nochmal schnell kurz dieses Infovideo aufgenommen. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, jetzt hätte ich in der Zeit vielleicht auch noch geschafft, ein Let's Play aufzunehmen. Es bringt ja nichts, ist ja eh keine online im Moment. Und ich muss gleich arbeiten. Über die Feiertage bin ich auch verhindert. Und ja, nach den Feiertagen wird es wahrscheinlich dann mit der Alpha 11 weitergehen. Entweder im Let's Play Together direkt oder erstmal ein Solo. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber irgendwas wird kommen, auf jeden Fall. Spätestens denke ich am Mittwoch. Ich muss gucken, ob ich das schaffe, aber ich denke, am Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge. Let's Play! Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr mir helfen wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann
Schaut meine Videos und gebt mir, wenn ihr sie gut findet, natürlich, wenn ihr sie nicht gut findet, dann bringt's nichts, aber wenn ihr sie gut findet, dann lasst doch einen Daumen hoch da und ja, vielleicht könnt ihr auch mal hier und da ein bisschen Werbung machen und sagen, hey, guck dir mal den an, der kann auch Scheiße labern. Ja, alles klar, ich bin raus, bis dahin, ciao!